Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu den Critter Chronicles. In der letzten Folge waren wir dank eurer Tipps dann doch relativ erfolgreich und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, alle beide von diesen komischen Metallstreben oder was es ist zu finden und haben einen Tisch gedreht, bis wir uns jetzt hier dieses Manekiten hier quasi in die Ansicht genommen haben. Und wir wissen ja, dass es diese Tür gibt zum Magierbüro, wo wir diese drei Symbole haben. Und ich denke mal, dass das die Symbole sind, die wir jetzt da in diesem komischen Tischgebilde haben. Oh. Oben war der Kopf, das weiß ich noch. Wie ging's dann? Hallo? Da, genau. Und wie ging's dann weiter? Vieh, geh mal gucken. Wie sah es denn genau aus? Geh bitte nochmal rein und geh mal gucken. Ich weiß jetzt bloß noch den Kopf. Dann das und dann das, okay. Dann das Dreibein, also unten ist das Dreibein und oben ist, in der Mitte ist dann nochmal was mit einem Winzkopf, nenne ich es einfach mal so. Das ist das hier in der Mitte, ja, aber so falsch rum. Hallo? Ist ja falsch rum. Ach nee, Quatsch, natürlich, Logo. So, und dann das Dreibein. Und nu? Klicken? Irgendwo dort hinten muss das Büro des Erzmagiers liegen. Wenn es hier irgendwo magische Artefakte gibt, dann dort. Die Tür ist durch einen Mechanismus gesichert, der nicht so... Irgendwo dort hinten... War das jetzt falsch? Die Tür ist durch einen Mechanismus... Was haben wir hier noch? Ah, okay. Dann ist es das hier. Irgendwo hinten muss das Büro des Erzmagiers liegen. Wenn es hier irgendwo magische Artefakte gibt, dann dort. Das da? Die Tür ist durch einen Mechanismus. Vieh, geh bitte nochmal gucken. Sag mir nochmal. Also oben haben wir das. Zum Kuckuck, habe ich oben das Falsche? Ne, oben das stimmt. Okay, dann nochmal gucken. Das ist natürlich falsch. Ist es das hier? Ne, warte mal, lass uns nochmal gucken. Was haben wir denn da alles? Oh Gott, wie viele sind denn das? Ist ja der Hammer. Unten ist das Dreibein. Irgendwo nein, das stimmt hinten. Nicht. Ja, glaube ich das. Die Tür oh, ist nee, durch... Leute. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Du bist das Richtige, mit Sicherheit. Vieh, guck nochmal, bitte. So, dann haben wir... Hier unten haben wir... Ah, okay. Lass mich nochmal gucken. Lass mich mal gucken, welche Dreibeins wir haben. Man sollte halt immer nicht so schnell machen. Yes. Mensch, richtig hingucken. Na also. Genau. Richtig hingucken, Jolina. So, können wir jetzt da rein? Gut, okay, dann also rein ins Erzmagierbüro, in der Hoffnung, dass das Leiden ein Ende nimmt. Das ist es. Das muss das Büro des Erzmagiers sein. Wenn es in dieser Stadt irgendetwas gibt, mit dem wir uns vor Munkus Magie schützen können, dann ist es hier. Okay. Hallo, Buklut hier? Vieh. Ich weiß auch nicht. Irgendetwas, das wertvoll und magisch aussieht, wie... Tja, ich weiß es nicht, dann gucken wir uns erstmal wie um. Dieses Zepter da. Dieses Zepter? Da. Wow. Ups. Was ist denn das? Wäre ja auch zu einfach gewesen. Hallo. Wir haben alles in der Welt. Wachpflanze. Ich habe gehört, dass die Elfen Baumgeister, Wurzelwichte oder Alraunen zur Verteidigung ihrer Haine einsetzen. Aber eine Topfpflanze, die ein Büro bewacht, das ist neu. Die Pflanze hat zwar keine Augen, dafür aber offensichtlich ein gutes Gehör. Sie scheint meine Schritte auf dem Steinboden zu hören. Also, das Vieh ist ja leiser, vermute ich mal, und vor allem schneller. Kannst denn du zu dem Zepter? Herr Schutgula? Nein? Oh Mann. Ach so. Das Vieh hat ganz offensichtlich Respekt vor der Wachpflanze. Und sie scheint es nicht zu mögen.
Beziehungsweise es scheint es nicht zu mögen. Gut, dann gucken wir uns erstmal um. Strickzeug, auch schön. Schon wieder Strickzeug. Ich muss da einen Trend verpassen. Ja, macht dir nichts draus, Nate. Ich auch. Stricken ist so gar nicht meins. Die Wolle ist weich und warm. Dafür nicht sonderlich reißfest. Ich nehme 2 Knäuel ja, das mit. Das ist schön, wunderbar. Jetzt haben wir also Wolle. Ich habe keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Layla und die anderen brauchen uns. Okay, so. Schon ein seltsames Gefühl, wirklich gebraucht zu werden. Ja, Nate, ne? Nicht so toll, wie man es sich vorstellt, denn was ist, wenn man versagt? Tja, gute Frage. Betrachte das Buch, dann kommen wir denn da hin oder ist dann die Wachpflanze gleich wieder aktiv? Das Buch ist sogar noch dicker als das, was ich mal gelesen habe. Mehr? Ich war nie ein Bücherwurm. Learning by doing ist mein Motto. Aber als Erzmagier kann man sich das wohl nicht erlauben. Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Okay. Dann haben wir das. Das ist das Zepter. Ist hier noch irgendwas? Teleskop, auch schön. Wüsste ich, wie man es bedient, könnte ich die Sterne beobachten. Sterne sind schön. Und würden mich die Sterne interessieren, würde mich das freuen. Ach, nee, du bist vielleicht ein Banause. Sterne sind schön. Betrachte den Apparat. Irgendein Alkeh. Das Wasser köchelt, wird zu Wasserdampf, kondensiert im Schlauch und tropft in den Glasflakon. Mhm. Und, noch mehr? Eine Art alchemistische Versuchsanordnung. Genau, das wollte ich sagen. Ich würde nicht wagen, einen Tipp abzugeben, was hier gebraut wird. Ja, ich habe keine Ahnung. Das Wasser köchelt, wird okay. zu Wasser... Nichts Neues mehr. Das ist der Apparat. Rede mit dem Vieh. Dann haben wir es doch schon fast, oder? Ich guck noch mal. Nein, da ist noch was. Betrachte die Pfeife. Eine Trillerpfeife oder ja, sowas. Nehmen Sie doch einfach mal. Warum wurde sie hier hingehängt? Vielleicht hat sie etwas mit der Wachpflanze okay. zu tun. Und jetzt? Das Vieh kratzt sich mal wieder. Das scheint tatsächlich eine Pflanzenpfeife zu sein. Das Sorry. Vieh scheint das nicht zu mögen. Und jetzt? Locke die Pflanze an. Also machen wir das mal. Und das Vieh mag das nicht. Habt ihr das gesehen? Die hackt da los. Sagst du was? Das scheint tatsächlich eine Pflanzenpfeife ja, zu wunderbar. Sein. Was mache ich damit? Sie anziehen oder sie vertreiben? Das scheint tatsächlich eine Pflanzenpfeife zu sein. Tja und? Was mache ich damit? Muss da das blöde Vieh hier irgendwie wegkriegen. Also das ist ja schon mal klar. Gut, und sie hört unsere Schritte. Ja, schön. Und darauf reagiert sie. Gut. Und mit der Pfeife können wir sie anziehen. Aber was nützt uns das? Das hackt sie wieder. Da, herrlich. Vieh, kannst du was mit der Pfeife machen? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, das dachte ich mir fast. Weil das Vieh mag dieses Pfeifen nicht. Der Nate scheint davon unbeeindruckt zu sein, aber ich höre es auch und ihr sicherlich auch. Was können wir denn hier machen? Mal ganz kurz gucken, Wollknäuel. Gib dem Vieh die Wollknäuel. Was macht das Vieh mit den Wollknäuel? Ist dir geben? Gib dem Vieh die Wollknäuel. Wir geben sie ihm mal. Jetzt geht das schon wieder los, dass ich nicht weiterkomme. Das ist echt der Hammer. Für dich. Wunderbar. Vieh, siehst du vielleicht was anderes? Komm mal her. Zeig mal. Du siehst auch das Zepter, da willst du nicht hin. Betrachte die Wachpflanze. Dein Apparat? Ja. Klatsch. Ja. Rede mit Nate. Sag mal was. Ja, genau. Okay, ich übernehme. Tja, Pfeife, Flöte. Puste Luft in die Flöte. Das ist eine Flöte, kein Dudelsack. Ja, aber das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Kann ich auch nicht kombinieren. Ich kann dem Vieh die Flöte geben, aber was soll das Vieh mit der Flöte? Hier geht nichts.
Was? Binde die Wollknäuel an den Metallbügel. Was soll denn das jetzt? Seil, 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 Seil. Kann ich dich mit dem Seil? Nein, kann ich nicht. Tab. Ohrschützer. Ohrschützer? Gibt Nate die Ohrschützer? Also gut, dann geben wir Nate die Ohrschützer. Aber eigentlich bräuchte das Vieh die Dinger, ja? Danke. Wenn wir da mit der Pfeife rummachen. Okay, sagst du was dazu? Ob die mir in den Nordlanden die Ohren warm halten Ja, das wäre können? doch eine Idee, Ohrschützer. Ob die mir in den Nordlanden die Ohren warm halten Ja, das wäre können? doch echt eine Idee, Ohrschützer. Gib dem Vieh die Ohrschützer. Also ich kann sie ihm nicht aufsetzen. Mit dem Vieh spielen? Nein. Ich kann sie ihm nur geben. Warte mal, kannst du es auf dich selbst anwenden, Vieh? Da. Guck mal, ob du es auf dich selber anwenden kannst, Freund. Nee, kannst du nicht. Was? Setze. Ah ja, na klar. Ach, gib schon her. Du bist ein Feigling. Ist ja klar. Logisch. Also gut. Sie hört ja unsere Schritte, also. Hast du es gesehen, Nate? Mit dem Ding auf den Ohren sollte ihr das Hören Ja, schwerfallen. kann ich es denn. Vorausgesetzt, ich habe die Ohren Ja, das ist mal getroffen. so eine Frage. Man weiß nicht so genau, wo die Ohren sind. Können wir es denn jetzt holen? Betrachte das Zepter. Was willst du immer noch nicht? Och, Vieh. Komm, hol's. Ja, aber sie hört doch nichts mehr. Kannst du es einfach erschlagen? Handschuhe? Ah, gib Nate den Handschuh, ja gut. Ja, Nate, nimm mal den Handschuh, vielleicht kannst du dann was mit der Pflanze machen. Oh, Also toll. dieser Handschuh ist mir noch ein vollendetes Rätsel. Die Begeisterung klang jetzt auch nicht so. Handschuh. Auch nicht, warte. Ach so. Ja, jetzt hänge ich schon wieder. Was passiert jetzt? Locke die Pflanze an. Ich dachte, die hört nichts mehr. Ja, sie hört tatsächlich nichts mehr. Aber sie ist nicht weg. Wieso ist die jetzt nicht weg? Mit dem Ding auf den Ohren sollte ihr das Hören Ja schwerfallen. und? Vorausgesetzt, ich habe die Ohren Ja und? getroffen. Sonst noch irgendwas? Mit dem Ding auf den Ohren, vorausgesetzt. Ja, wieso kannst du denn jetzt nicht einfach das da holen? Habe ich schon wieder irgendwas übersehen? Betrachte den Apparat. Eine Art alchemistische Versuchsanordnung. Ich würde nicht wagen, einen Tipp abzugeben, was hier gebraut wird. So, mit der Pfeife? Ne. Flöte? Oh Mann, jetzt hänge ich schon wieder. Nicht zu glauben. Sie dürfte ja meine Schritte jetzt oder Nates Schritte gar nicht mehr hören. Wieso? Kann man denn immer noch nicht zu dem Zepter? Ja gut, das ist auch sinnlos. Alles schon probiert? Na gut, ich kann Nate jetzt wieder die Axt geben. Aber das geht nicht hin. Nate, gehst du dahin? Also gut, jetzt muss ich mich nur leise an ihr Ja genau, dann mach vorbeischleichen. doch mal bitte. Mach doch mal bitte. Ja wieso? Verflixt um aber auch. Ich könnte mich am. Es hat seine Momente, dieses Spiel, die einfach unglaublich sind. Tja, mehr ist nicht. Na gut, dann sprechen wir nochmal mit dem Erzmagier. Vielleicht kann der uns irgendwas sagen. Was anderes würde mir jetzt wirklich nicht einfallen. Oder bist du jetzt so mit Mampfen beschäftigt, dass du nicht mehr mit uns sprichst? Ich hoffe nicht, dass ich noch mal was malen muss. Kuddel doddel doing doing, was?
Ach ja, wenn man den ganzen Tag hier herumhängt, muss man lernen, sich zu unterhalten. Das schaffst du. Ja, ich fand das auch ganz super. Ich suche nur noch eine Flasche Terpentin, dann zeige ich dir mal, wie lustig ich es fand. Darüber macht man keine Scherze. Und? Oh nee, komm. Ich kann nicht mehr mit ihm sprechen. Was hat es eigentlich mit diesem Kessel auf sich? Kann ich den Handschuh da reintun? Nee. Die Pfeife? Was hat es mit diesem Kessel auf sich? Fache das Feuer an. Ja, mach mal. Nein, hier drin ist es warm genug. Und wenn nicht, dann würde ich das Vieh schuften lassen. Tja. Mal irgendwas übersehen? Oh, die Pflanze da oben. Vielleicht ist die Blütenpracht nur deswegen so üppig, weil niemand die Pflanze dort oben... Okay, dann lass mal, was passiert, wenn ich mit der Pflanzenpfeife arbeite. Kommst du dann auch? Bist du auch so eine? Ah! Kann ich sie jetzt nehmen? Blumen in einem fliegenden Blumt. Vielleicht ist die Blütenpracht nur deswegen... Okay, dann komm mal her, Vieh. Du hast nämlich, glaube ich, das Seil. Ja, und was machen wir dann mit der Pflanze? Bringen wir die zur anderen und dann machen die einen Ringel rein oder was? Jetzt ist es weg. Also komm her, Nate. Du bitte nochmal pfeifen. Pfeifen. Genau, so. Kann ich jetzt aufs Vieh wechseln? Ich kann nicht aufs Vieh wechseln. Ja, das ist ja doof. Oder doch? Komm, du hast das Seil. Fange den Blumentopf ein, los geht's. Sie hat dich bemerkt. Vielleicht versuchst du es vom Balkon mit dem kleinen Springbrunnen. Ah, okay. Gut, dann gehen wir auf den Balkon mit dem kleinen Springbrunnen. Das ist da drüben. Was machen wir da mit der Pflanze? Wo ist sie denn nun? Nee, da drüben, genau da müssen wir durch. Da ist der Balkon. Ist auch kein Balkon hier rum, da wo wir das Bild her haben, oder? Der kleine Springbrunnen ist mir noch gar nicht aufgefallen so richtig. Gut, Nate, dann spiel du mal bitte. Aber das ist Vieh doch noch viel weiter weg. Und ach, das Vieh steht jetzt hier, hier ist ja dieser Balkon. Sorry. Vieh spielen mit dem Vieh spielen. So, kriege ich jetzt bitte? Fange den Blumentopf ein. Geht das jetzt? Bitte. Und jetzt die Blüten. Ausgezeichnet. Die Blüten? Kommst du dir auch so schmutzig vor? Ich komme mir einfach ratlos vor. Wenn ich bloß schmutzig wäre, wäre das ja nicht weiter schlimm. Merkt ja keiner gerade. Ach Gott, Sean, das Schaf, ja. Jetzt haben wir Blütenblätter, okay. Oh, riecht's gut? Gib's dir mal dem Nate, vielleicht hat der irgendwas dazu zu sagen. Danke. Okay. Sag was dazu. Ein gutes Dutzend schöner duftender Blüten. Ein gutes Dutzend schöner duftender Blüten. Sollen wir die jetzt als Aphrodisiakum benutzen oder was? Damit die andere Pflanze anziehen? Aber wir probieren es einfach. Duftstoffe sind ja ein mächtiger. Ganz mächtige Stoffe. Genau, so. Dann kann ich dich jetzt damit anziehen. Benutze die Blüten mit der Wachpflanze. Was soll ich schon tun? Ja, das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Hey, wir haben eine von euch gefangen genommen. Hier, ein kleiner Beweis, dass wir es ernst meinen. Das wird nichts. Hier rein? Ja, okay.
Was machen wir jetzt, ein Parfum? In Ordnung. Die Blüten kommen ins Wasser. Ja, schön. Aha. Das Wasser, das in den Flakon tropft, verfärbt sich langsam. Okay. Ich glaube, das war's. Und nun? Kannst du da was nehmen? Ja, tatsächlich, ein Flakon. Nicht gut. Unten in der Stadt könnte man das sicherlich teuer verkaufen. Wenn was übrig bleibt, tun wir das. Obsession. komm her. Yes. Ich glaube kaum. Das Ding riecht schon nach Pflanze. Ach. Komm mal, Vieh. Du riechst noch nicht nach Pflanze. Aber wenn das Vieh jetzt nach Pflanze riecht und womöglich auch noch sexuelle Duftstoffe da drin enthalten sind, würde dieses Vieh unserem Vieh hinterherrennen. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Obsession. Ich halte es nicht aus. Na siehste, geht doch. Halt mal still, ich will dich mit dem Blütenextrakt ansprühen. Oh, das arme ansprühen. Vieh. Ach, stell dich nicht an, du wirst wie der junge Frühling riechen. Wunderbar. Blöd. Nun komm schon, denk an Layla. Ja. Vielleicht hilft's. Na also. Ja, genau. Pudo. Und jetzt? Spielen wir mit dem Vieh? Das Vieh duftet jetzt. Betrachte die Wachpflanze. Na, Pfannanze? Okay. Gut, dann versuchen wir mal, ob wir vielleicht die andere holen müssen und es doch einen Pflanzenringel reingeben soll. Mann, hey, echt? Jetzt dachte ich schon, ich hätte es mit diesem Duftflakon, aber nein. Ich hoffe, dass diese Pflanze jetzt unserem Vieh folgt. Es tut sich nichts. Also, ich kapier's nicht. Schaue hinaus, ja. Komm, wir gucken mal einfach raus zur Erholung. Irgendwo dort im Norden werden Helden mit magischen Waffen gebraucht. Worauf warten wir? Darauf, dass ich die Erleuchtung habe, Nate. Einfach nur darauf, dass ich eine Erleuchtung habe. Wenn das Vieh jetzt nach dem Zeug riecht, ist das jetzt anders? Jetzt versuchen wir das halt nochmal hier. Pflanzenpfeife, komm her. Nee, geht nicht mehr. Handschuh. Also das Vieh riecht jetzt nach... Ach so, vielleicht sollte das Vieh einfach... Oh Gott, Jolina. Vielleicht kann das Vieh jetzt einfach das Zepter holen. Und gar nichts mehr mit der Pflanze machen. Ich bin da auch bescheuert. Sie hört nichts mehr. Und riechen kann... Aber sie könnte theoretisch noch sehen. Sehen Pflanzen denn? Nee, oder? Genau. Vielleicht kann das Vieh das Zepter einfach holen. Meine Fresse aber auch. Hätte ich ja vielleicht zuerst probieren sollen. Komm mal her, Vieh, hol's mal. Du bist geschützt. Du, nein? Ja, aber du duftest doch jetzt gut. Och, Mönne. Wir duften doch jetzt. Muss ich jetzt den Nate auch noch da rein tun, oder wie? Traut sich das Vieh alleine nicht? Wahrscheinlich. Also du kannst es nicht holen, das ist mir jetzt schon klar. Du riechst ja nicht. Also schön. Oder doch? Sie hört nichts mehr und ich rieche wie eine der ihren. Jetzt oder also, nie? Du riechst wie eine der ihren? Ehrlich? Ich dachte, das Vieh riecht so. Vieh? Ui, verliebt. Vieh, komm, geh's holen. Ja, ja genau. Geh weg. Im Liebeswahn. Ich halte es nicht aus. So, jetzt haben wir das Zepter. Ich will nicht. Ah, jetzt kriegst du sie nicht mehr los, hä? Nein! Oh nee, komm, ihr seid böse. Die Arme. Och je, das war in letzter Sekunde. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ich hoffe, das Ding ist wirklich magisch und ich kann es auch bedienen. Ja.
Was machen wir jetzt damit? Was zum... Ach, nimm mal Sass. Nicht auch noch. Hilfe. Cool, das sollte uns weiterhelfen. Man saß in einer Bubble. Ah. Na, wie haben wir das gemacht? Ja, wunderbar, ihr seid grandios. Du sagst Kakerlack, finde ich auch. Zurück in die Nordlande, da werden selbstlose Helden gebraucht. Wunderbar. So, ich denke, dann werden wir noch in den Nordlanden ankommen und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ende und Anfang. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende des Spiels. Naja, ich weiß, mein Bruder. Moment, wir müssen die Sache genau planen. Ja, finde ich auch. Ich habe mir dieses Zepter unterwegs ein wenig angesehen. Und? Wie es scheint, kann man mit diesem Ding die Zeit manipulieren. Ach du Heidel. Ganz recht. Man stellt hier am Griff ein, ob die Zeit beschleunigt oder verlangsamt werden soll. Und in welche Richtung. Ach du, lass halten. Na, ob die Zeit in dieser seltsamen Blase vorwärts oder rückwärts laufen soll. Stell dir die Anwendungsmöglichkeiten vor. Die kosmetische Magie würde auf einen Schlag... Ja, das hätte was. Naja. Ja, natürlich. Erstmal ist Munkus dran. Wunderbar. Aber danach wird es mich reicher machen, als es ein Herz jemals gekonnt hätte. Ja, wahrscheinlich ist es am Ende dann weg. Das Zepter und du wirst nichts davon haben, lieber Nate. Okay, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao!